Guten Morgen. Ja, die Feinde von Rom, die zweite Mission, der dritte makedonische Krieg, nachdem wir es nach ein paar Fehlversuchen geschafft haben, die Alpen zu überqueren, hat Hannibal das dann doch geschafft. Einen kleinen Zeitsprung. Ich glaube, Hannibal war irgendwie, keine Ahnung, 200 vor? Hannibal von 218 vor. Und jetzt sind wir 171 vor. Also ein großer Zeitsprung ist es jetzt auch nicht. Auf jeden Fall der dritte makedonische Krieg steht an in Thessalien. 171 vor Christus, wie immer. Anweisung, Hinweise und Geschichte könnt ihr überspringen, solltet ihr nicht. Wir hören uns jetzt erstmal die Anweisung an. König Persos von Makedonien. Ihre Spione in Rom haben die Nachricht übermittelt, dass ihr Rivale, der König von Pergamon, von seinen Ländereien in Westanatolien aus nach Rom gereist ist, um vor dem Senat eine Rede zu halten. In dieser hat er eure Hoheit verleumdet und diffamiert und die römischen Senatoren dazu angehalten, ihnen den Krieg zu erklären. Nun sind römische Legionen in Thessalien gelandet und wurden von verräterischen griechischen Städten wie Larissa freundlich empfangen. Sie dürfen es den Römern nicht erlauben, sich in griechischen Gebieten wohlzufühlen. Besiegen sie die Römer und erobern sie die griechischen Städte, die ihnen als Erben der antigonidischen Dynastie ohnehin rechtlich zustehen. Okay, zerstören Sie das Regierungsgebäude in Larissa, rot. Also, eigentlich mal relativ simple Task eigentlich. Erstmal nur, zerstören Sie das Regierungsgebäude. Kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Was sind denn die Hinweise? Ihre Hopliten am Anfang des Spiels sind stärker als alles, was die Römer zu Beginn der Schlacht haben. Verlassen Sie sich darauf, dass Ihre Hopliten ihr Lager verteidigen, während Sie Ihre Verteidigung aufbauen. Okay. Also diese erstmal zur Verteidigung nutzen. Es ist nicht notwendig, die römische Armee zu zerstören, um Larissa anzugreifen. Aber an den Römern vorbeizukommen, gibt ihnen den Zugang zu den schwächeren Flanken von Larissa. Okay. Jetzt sind die Römer anscheinend nochmal ein anderes Volk als das, als die Stadt Larissa. Vielleicht. Wir werden es sehen. Geschichte. Bis Persos den Thron von Makedonien im Jahr 179 vor Christus bestieg, wurde Rom ein mächtiger Spieler um die Macht in Griechenland und im östlichen Mittelmeerraum. Die Niederlage von Perseus Vater Philipp V. im Zweiten Makedonischen Krieg 200 bis 197 vor Christus zwang Makedonien dazu, seinen Besitztümer im südlichen Griechenland, Thrakien und Asia Minor aufzugeben. Durch diese Schwächung der Macht und des Einflusses von Makedonien schmiedete Rom Allianzen mit griechischen Städten, einschließlich Pergamon, einem griechischen Königreich an der ionischen Küste. Sofort nach seiner Thronbesteigung verfolgte Perseus eine antirömische Politik, machte Stimmung gegen Rom und formte Allianzen gegen die immer weiter wachsende Republik. Perseus wurde nicht nur durch seine Ehrgeiz motiviert, sondern auch durch seine persönlichen Verlangen nach Rache gegen Rom. Obwohl Philipp V. nach seiner Niederlage offiziell ein Verbündeter Roms wurde, griffen die Römer weiterhin in die makedonische Politik ein. Auf ihr Drängen hin machte Philipp sogar seinen Sohn Demetrius, ein Mann mit prorömischer Gesinnung, zu seinem Nachfolger, der eigentlich Perseus hätte werden müssen. Das war sein ältester Sohn. Dies führte zu internen Machtkämpfen innerhalb des makedonischen Königshauses, die Philipp dazu zwangen, widerwillig seinen Sohn Demetrius unter dem Vorwurf des Verrats im Jahr 180 vor Christus hinrichten zu lassen. Dieses Ergebnis römischer Einmischung könnte schwer auf Perseus Schultern gewogen haben, als er ein Jahr später den Thron bestieg. Die Spannungen eskalierten, als das anatolische Königreich von Bithynien eine Allianz mit Perseus verfolgte. Bithynien befand sich in einem Konflikt mit Pergamon. Eumenes II., König von Pergamon, reiste nach Rom, hielt vor dem römischen Senat eine aufrührerische Rede und drängte den Senat, etwas gegen Perseus zu unternehmen, der nach seiner Ansicht römische Interessen in Griechenland und im Osten gefährdete. Verschiedene griechische Städte wurden durch Eumenes Handlung alarmiert und fürchteten, dass das römische Eingreifen die Autonomie verringerten und somit zu einem römischen Untertan machen würden. Ihre Proteste schweißten die römische Stimmung für das Eingreifen und gegen Makedonien zusammen. Als Eumenes während seiner Rückreise nach Pergamon durch die Stadt Delphi kam, wurde er von Perseus Attentätern angegriffen, überlebte aber den Anschlag. Als Krieg ausbrach, schlossen sich die Königreiche und Städte in Griechenland, Thrakien und Anatolien entweder Perseus oder den Römern an.
obwohl die Makedonier einige frühere Erfolge hatten, wie beispielsweise bei der Schlacht von Kalinikus 171 v. Chr., triumphierte das römische Militär letztendlich doch. Bei der Schlacht von Pydna im Jahr 181 v. Chr. Besiegte der römische Konsul Aemilius Paulus Perseus entscheidend und beendete die makedonische Macht. Perseus floh aus der Schlacht, ergab sich Phalus aber später. Perseus wurde in Rom in Ketten vorgeführt und eingesperrt. Die römische Vergeltung war hart. Römische Beamte deportierten und versklavten eine große Anzahl an Makedoniern, die antirömische Gesinnung waren. Ihr Land wurde an römische Kolonisten verteilt. Das Königreich von Makedonien wurde aufgelöst und durch vier Republiken ersetzt, die Rom dienten. Einmal einen kurzen Abriss von der Zeit von Makedonien, die es da gab. Um zum Spiel zurückzukommen, wir müssen mehr oder weniger einfach nur... unsere Stadt verteidigen. In Anführungszeichen nur natürlich. Wir sind auch nur im Bronzezeitalter. Schon lange her, dass ich nicht in einem höheren Zeitalter gestartet bin. Okay. Larissa Garnison. Larissa Garnison, Schottky, römische Armee, Griechen. Wie sind die so? Achso, erstmal gucken, was zeigen die Makedonier? Alle Einheiten außer Fernkampfeinheiten plus 2 Sichtweite. Okay, cool. Akademieeinheit plus 1 Durchschlagsschutz in der Bronzezeit plus 2 in der Eisenzeit. Waffenschmiedeneinheiten kosten minus 25%. Und alle Einheiten sind 4-mal so Resistenz gegen Bekehrung. Okay. Keine guten Schwertkämpfer. Gute berittene Bogenschützen und gute Bogen. Ich glaube, ich baue mal Bogenschützen. Guck mal, oh, das geht ja. Und Centurios können sie bauen. Alle Upgrades. Die Türme durch. Nicht so gut in Wirtschaft. Null. Also die können gar keine Priester bauen. Krass. Aber sie können natürlich auch nicht bekehrt werden. Das sieht erstmal eigentlich ganz nett aus, das Land hier. Das ist eine Brücke. Wie sieht das mit meinen Verbündeten aus? Die Griechen sind mit mir verbündet. Die Griechen sind mit mir verbündet, okay. Nur auch nur im zweiten Zeitalter, also. Du bau mal dann eine Akademie. Römischer Stall, okay. Da sind ein paar, da ist die römische Armee vertreten. Frage ist, ob ich relativ schnell mal eine Armee baue und hier mal ein bisschen Aufruhr mache. Am besten mit ein paar Bogenschützen oder so. Auf der anderen Seite sind die anderen Römer, glaube ich. Ja. Okay, die beiden römischen Armeen sind auf der anderen Seite. So, oh.
So, das wollen wir hier direkt mal unterbinden hier. Was ist hier los? So. Aber wenn der so geschwächt ist. Das ist vielleicht der ideale Zeitpunkt, da jetzt einzugehen. So, Bogenschützen will ich bauen. So, hier rüber mit dir. So, du dagegen. Danke. So, kann ich hier ein paar Dorfbewohner killen noch? Das scheint es mehr oder weniger gewesen zu sein mit denen. Das ging schnell. Ja, da geht's zu den anderen Gegnern. Machen die hier schon mal ein bisschen den Weg frei. Während ich hier mir ein paar Bogenschütze baue. Ah! Oh, jetzt kommt er wieder. Sehr schön. Ah, hier ist nichts mehr zu holen bei dem. Noch ein Upgrade, okay. Ich glaube, es könnte eine ganz gute Kombi sein mit den Bogenschützen und mit den Hopliten. Ich schon mal auch gleich einen Bogenschützen in die Queue hier. Okay. Das haben wir. Ups. Goddammit. Rogan? Alamas. Bombis. So, hinter dem bitte her. Mist. Okay. Da sind sie. So, alle auf ihn drauf.
Nicht geil, aber naja. Er hat's überlebt. Das ist erstmal das Wichtigste. Hinterher bitte. So, die haben wir. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Armee zusammengestellt hier. So, zwei Bogenschützen. Nicht genug Nahrung. Gut. Nur noch nicht, wir haben eigentlich für nichts Nahrung hier wieder. Kriegst du den auch noch? Komm, lauf. Danke. So, okay, das Ding ist auch gleich kaputt. Bogenschützen hinterher und dann können wir auch, glaube ich, mal angreifen. Angriffsstärke für Nahkampfeinheiten. Ja, das ist auch ziemlich cool. Weil das sind ja alles Nahkampfeinheiten, gegen die wir antreten müssen. Oh, Häuser. So, wenn alle da sind, können wir auf jeden Fall mal angreifen. Wir müssen aber auch erstmal alle da sein. So, zack. Zack. Zwei neue Häuser. Wo läufst du hin? Oh, eigentlich keine schlechte Idee. Ich reite mal dahin. Guck mir das mal an. Der Speer ist ja sowieso sonst im Kampf nicht besonders hilfreich. Also von daher kann ich das ruhig mal machen. Gut, hacken wir gleich den Baum auch mal ab. Damit wir da ein bisschen mehr Reichweite haben. Was ist Reichweite? Nee, Reichweite ist nicht das richtige Wort, damit wir da mehr besser drankommen an die ganzen Sachen. Kasernen halt nur halbe Bevölkerung. Konstruktionsbau, Gebäude und Brelle? Nö, gemeinsam ist der Kunden von Verbündeten. Nee, auch nicht. Auch keine Lust drauf. So. Hier, guck mal, was ihr jetzt hier machen könnt. So, gib das ab. Okay, fällt den Baum komplett halt. Dann halt nicht. So, euch nach vorne. Und du? Reite jetzt mal darüber. So, mehr Nahkampfschaden. So, ach mal. Kommt doch ganz gut klar bis jetzt. Okay.
nicht, wo die anderen hin sind. So. Goddammit. Goddammit. Na gut. So. Noch ein paar nachbauen. So, was machen wir noch? Rüstungsklasse für Bogenschützen, Rüstungsklasse für Infanterie, alles brauchen wir. Guck mal, das ist ein Priester. Das Armee ein bisschen zu heilen. So nett von ihm. Na gut, dann bin ich weggelaufen. Oh. Okay, es gibt schon Verteidigung auf der Seite. Aber wahrscheinlich bei weitem nicht so krasse Verteidigung. Zack. Da dran. Auch bitte mit einem Gold. Oh, das müsste es auch mehr oder weniger gewesen sein für die hier. Auch eine Belagerungswaffen. Auch Markt. Dann kann es auch mal ins nächste Zeitalter gehen, Leute. Rüstungsklasse gegenüber Fernwaffen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Brauchen wir nicht. Oh, hier drüben war ein Lagerhaus. Oh, das Rad. Oh ja, das Rad. Der Pflug. Alle Sachen, die ich haben will.
Ein Katapult kann ich mir schon mal holen. So. Ah, sieht doch okay aus. Damit kann ich leben. Mit den Sachen, die ich jetzt so habe. 170 Nahrung. Ich brauche noch mehr Nahrung. Okay, zack. Mein Gold ist gleich alle, aber ich habe ja neues Gold da hinten erschlossen. Deswegen ist das auch nicht so wild. Es gibt ja hier nur überall Gold. Na guck mal, die haben schon aufgegeben. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut. Diese Sache hier brauche ich. Das brauche ich, glaube ich, zum ersten Mal, dass meine Akademie-Einheiten schneller sind. Da habe ich doch schon mal eine gescheite Armee. Zwei Katapulte. Weiß nicht, was das für ein Ding für eine Reichweite hat. Nur 10. Die Türme könnten natürlich eine höhere Reichweite haben. Das könnte gut sein. Auch hier. Mal an das Gold. Vor allen Dingen brauche ich jetzt Nahrung. Ich sollte keine Nahrung mehr ausgeben jetzt erstmal. Ich könnte noch gerne das hier haben, das Bronzeschild, aber man kann nicht alles haben. So, euch mal nach da oben. Oh, guck mal, hier ist sogar noch einer. Das war's mal kaputt. Sonst ein besseres Verhältnis hier. So, von der Seite das Regierungsgebäude. Es ist nicht besonders weit rein. Ich würde gerne meine Einheiten da oben auch so ein bisschen sammeln und dann vielleicht im neuen Zeitalter mit Schwung ankommen. Oh, erstmal mehr Holz anscheinend. Meine ganzen Farmen wieder neu bauen zu können. Okay. Einmal zu dem Priester bitte gehen. Hier kommt mal hinterher. Wir werden ja anscheinend nicht angegriffen von den anderen Völkern. So kann ich leben. Ein bisschen mehr Nahrung produzieren hier nebenbei. Okay, ah, dann sind es ja 3. Ist auch okay. Die nebenbei noch ein bisschen Nahrung sammeln. Heilst du? Diplomatie. Klicke, um diesem Spiel ein Tribut von 100 zu zahlen. Bei jedem Klick wird Wort abgezogen. Schade. Na gut, dann nicht. Dann halt nicht. Wollten es mal ausprobieren.
Ja, die Sache ist, ich weiß leider noch nicht, wie viel Reichweite die haben, meine Gegner. Ich bin ungeduldig, wie ihr merkt. Ich will da ran. Aber erstmal ist jetzt hier die Mission zu Ende. Ja, ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Also die nächste Folge wird nicht allzu lang werden, aber zu lang, um das jetzt noch hier dran zu hängen. Deswegen, liken, folgen, kommentieren. Wir machen schnell weiter mit der nächsten Folge. Also für euch morgen. Oder natürlich könnt ihr auch direkt weiterschauen, wenn ihr es nicht direkt an dem Tag seht, wenn es live kommt. Deswegen, liken, folgen, kommentieren, habe ich glaube ich schon gesagt. Und bis dann. Ciao.